Und das ist der Schlusspfiff. Abgeklärt und Kleber gewinnt FC Tirol Milch hier durch ein Tor von Gilewitz. Das 15. Tor von Gilewitz in dieser Saison mit 1:0. Kurt Jara bleibt mit an der Tabellenspitze, bleibt in den Kämpfen mit Sturm und Rapid dran. Toni Polster wie Glieder auf der Gegenseite weiter ohne Torerfolg. Die Salzburger einfach an ihrem Unvermögen vor dem gegnerischen Tor gescheitert. Nachdem man in der ersten Hälfte wirklich beherzt, engagiert und auch sehr gut gespielt hat, taktisch auch gut eingestellt, über die Flügel gekommen ist. Aber die Effizienz vor dem Tor hat leider gefehlt. Toni Polster bleibt weiter ohne Torerfolg und die Salzburger laufen weiterhin ihrer schlechten Bilanz irgendwie nach. Ja, bevor es aber so weit ist, noch ganz rasch für Sie zu Hause, damit der Radoslav auch noch kurz durchatmen kann. Mir, Radoslav Gilewitz und auch Toni Polster. Zunächst einmal zum Sieger. Heute der FC Tirol ein verdienter Sieger. Ja, ich glaube schon, wir haben uns viel vorgenommen. Heute, weil wir haben letzte Woche gewonnen und wir wollten unbedingt heute 3 Punkte holen und es ist heute gelungen. Wir haben erste Halbzeit ein bisschen Glück gehabt. Die Salzburger haben viele Chancen gehabt, leider haben nicht genutzt. Also für unsere Seite ist gut. Und zweite Halbzeit haben wir eine gute Chance und gleich Tor gemacht. Das ist wunderbar. Schauen wir uns dieses Tor an, das alles entscheidende Tor in der 67. Minute. War eine ungemein weite Flanke von Kirchler und Sie auf und davon. Ja, wunderschöne Flanke von Rolly Kirchler und ich bin ein bisschen zu weit auf linke Seite gelaufen und ich habe gesehen, dass der Torwart rausgeht und mit linker Fuß auf Flanke geschossen. Wunderbar geklappt. Hier nochmals die Wiederholung. Toni Polster, es gibt diesen Spruch, Tore, die man nicht schießt. Eigentlich irgendwie ein Spruch, den man auch immer wieder kritisiert, weil er so eine Fußballweisheit ist. Aber hat es heute zugetroffen? Ja gut, wenn wir als Sieger vom Platz gehen mussten, dann waren das ganz klar wir. Aber wir haben eben kein Tor zusammengebracht. Wir haben aus unserer Überlegenheit nichts Zählbares gemacht. Und von daher ist das natürlich traurig, wenn man so spielt und dann am Ende nicht belohnt wird. Aber Tirol hat eben dieses eine Tor geschossen. Wir waren nicht imstande, es zusammenzubringen. Und von daher können wir uns über die Leistung freuen, über das Ergebnis immer wieder einmal verstimmt. Für Sie hat es leider auch nicht geklappt mit einem Torerfolg. Leider natürlich aus Ihrer Sicht und auch für die Fans von Toni Polster. Wir haben hier ein paar Szenen vorbereitet, vor allem per Kopf, zweimal noch in der ersten Hälfte. Sturm, ne? Ihre Fans haben ja gehofft, dass dieses Tor im Cup jetzt irgendwie auch ein bisschen so die Erlösung war für die Meisterschaft. Das ist jetzt auch in der Meisterschaft wieder klappt mit einem Torerfolg. Ja, ich natürlich auch, aber das geht natürlich nicht automatisch jetzt. Das ist klar, das muss man sich immer wieder erarbeiten mit der Mannschaft gemeinsam. Und heute haben wir nicht schlecht gespielt, aber unterm Strich bleibt halt 0 Punkte. Morgen fragt keiner danach und Tirol bleibt weiter im Titelkampf.